Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Transport Fever 2 hier auf dem Kanal Fernexpress. Wir sind im belebten Knieritz, wo unsere letzte Folge auch geendet hat und wo ich gesagt hatte, ich guck mal, was hier eigentlich nicht funktioniert, warum wir hier nicht zweigleisig zum Flughafenbahnhof durchkommen. Und das Problem war ja, im Tunnel fehlte ein Stück Strecke. Das war jetzt auch nicht ganz so einfach dahin zu bekommen. Da musste ich schon ja einiges umbauen. Und jetzt sollte das aber funktionieren, wenn man sieht, unsere Strecke hier zum Airport nach Knieritz, haben wir sie, geht jetzt zweigleisig hier durch den Tunnel und die möchte ich auch gleich einmal mitfahren. So, sobald da ein Zug kommt, werden wir das tun. Da hinten kommt er auch schon. Das Problem ist bei dieser Linie, ich habe leider keine Kamera in der Lok, sondern tatsächlich nur hier in diesem sehr schön gemachten Wendezugwagen aus der DDR von der Deutschen Reichsbahn. Ich finde den Wagen von innen sehr schön gemacht, also auch die Ausstattung hier, dieses typische Glattlederrot der Reichsbahnwagen. Ich bin kurz nach der Wende, also gar nicht so kurz, 92 glaube ich war es, zum ersten Mal mit einem solchen Doppelstockwagen tatsächlich real gefahren. Hier im Westen gab es die ja zu dem Zeitpunkt noch gar nicht. Und ich war auf einer ja, sehr eisenbahnlastigen Tour durch Ostdeutschland und da habe ich zum ersten Mal einen solchen grünen Doppelstockwagen live gesehen. Ich kannte die als Modelle, aber da bin ich zum ersten Mal damit gefahren. Und deshalb wollte ich die auch gerne hier auf der Anlage haben. So, leider, wie gesagt, kann man hier nicht in die Lok. Warum die Kamera das nicht mitmacht, weiß ich nicht so genau. Ich versuche immer durch den Zug zu gehen. Jawohl, wir kommen der Lok näher, aber ich weiß nicht, ob das jetzt funktioniert. Wenn nicht, fahren wir einfach die Rückfahrt nochmal mit. Auch hier wieder mit dem Wendezugabteil. Und hier sind wir in der E11. Und mal gucken, ob wir hier auf den Führerstand kommen. Ja, das sieht sogar ganz gut aus. Ich habe keine Ahnung, warum das mit der Kamera nicht anders geht. Ja, jetzt fliegen wir raus und sehen die Welt von unter Tage. Naja, gut. Wir fahren gleich einfach auf der Rückfahrt nochmal mit. Es ist ja ein sehr kurzes Stück. Ja, das ist die Welt, wenn man unterirdisch lebt. Das ist auch eine sehr lustige Perspektive, macht aber jetzt wenig Sinn. Ich springe einfach nochmal raus. Da kommt auch schon der Gegenzug, aber wir bleiben einfach mal hier in dem und fahren hier in unseren ja, provisorischen Bahnhof, den man sehr kurzfristig hier hingesetzt hat, namens Knieritz Ost Airport, direkt in Nähe der Flugzeuge und mit direktem Zubringer mit dieser Straße zum Flughafen. Und wie man sieht, ohne dass wir hier einen Busanschluss gebaut haben, ohne irgendwas, funktioniert es auch bereits. Die Leute wollen ganz offensichtlich mitfahren. Und man kann aus dem Zug direkt aufs Rollfeld gucken. Das ist ja jetzt kein gigantisch großer Bahnhof. Das ist ja wirklich ein sehr kleiner Bahnhof Flughafen, ein sehr kleiner, schnuckliger Flugplatz. So, und jetzt geht es zurück in Richtung Knieritz Bahnhof. Wir müssen noch kurz den Gegenverkehr abwarten, weil die Strecke ja im Bahnhof Knieritz selber eingleisig ist. Das heißt, wir müssen jetzt noch einen Moment warten. Oder habe ich hier ein Signal vergessen? Ich gucke mal eben. Nein, das Signal ist da. Also eigentlich müsste es jeden Moment weitergehen und das tut es auch schon. So, also mit der Kamera hier, das ist tatsächlich bei diesem Zug leider ein bisschen schwierig. Aber immerhin kommen wir jetzt in den Tunnel rein, der unter der Stadt Knieritz durchführt. Ich weiß nicht, was das hier für eine Kamera ist. Und im Tunnel kann ich ja auch die Standardcam nicht benutzen, weil die uns über den Tunnel rüberführt. Insofern bleiben wir jetzt einfach hier nochmal sitzen. Aber da sind wir ja auch schon am Ziel Bahnhof Knieritz angekommen. Von da geht es jetzt über die andere Strecke weiter in Richtung Stenkelfeld. Das, wie gesagt, habe ich beim letzten Mal schon erwähnt, sollte man sich im Moment, glaube ich, noch sparen, weil das einfach nicht besonders spannend ist, diese Strecke zu fahren. Was ich jetzt tun möchte ist, ich habe ja gesagt, wir haben hier bereits einen Güterport. Wir haben auch einen Güterbahnhof hier eingerichtet. Und dort gibt es Kohle.
im Kohleberg, im Sieg-Kohlebergwerk. Und hier gibt es auch noch mal Kohle, nämlich in Nordelba, nee, Nordleder-Kohlebergwerk, okay. Und beide möchte ich hier zusammenziehen in Knieritz und dann von Knieritz aus einen Güterzug, der auch hier noch Kohle eventuell mitnehmen kann, zu diesem Stahlwerk hier oben bauen. Das Stahlwerk kann dann von dort Kohle bekommen, von dort und von hier unten. Das heißt, man wird hier mit Sicherheit noch ein zweites Stahlwerk zubauen, was dann eben eine große Menge an Stahl für die gesamte Map liefern kann. Und dazu möchte ich zunächst hier diese neu gebaute Brücke, und ich hatte in der Zwischenzeit auch noch hier unten eine Straße angeschlossen, sodass man also zum Bergwerk sehr leicht kommen kann. Und dieses Stück, auch wenn wir hier quasi im Bahnhofsbereich liegen, kann man also entweder mit Schienenverbindung machen, dann hätten wir hier quasi eine kleine Rangierverbindung mehr oder weniger, oder mit Lastwagen. Ich bin mir nicht ganz sicher, was hier das günstigere ist. Ich möchte jetzt erstmal versuchen, nein, ich möchte erst versuchen, die andere Seite hier hinten anzubinden, weil da haben wir ja bereits den Tunnel gebaut und der Tunnel soll eben nicht nur für diesen Airport-Bahnhof gelten, sondern anschließend auch für dieses Kohlebergwerk. Also die Kohlezüge sollen auch dadurch rollen. Man sieht, es macht auch kaum anders Sinn, hier mit LKWs einmal um die ganze Stadt zu fahren. Das ist definitiv nicht sinnvoll. Also, hier hinten ein Güterbahnhof. Der Güterbahnhof ist natürlich nur eingleisig. Von der Länge her darf der schon ganz ordentlich sein. Ich möchte aber keine Signale, ich möchte Gebäude, und zwar Gebäude für den Güterbetrieb. Gibt es da inzwischen irgendwas Neues? Nein, wir sind immer noch bei den alten Güterkopfbahnhöfen, aber 240 Meter sollte er schon auch bei dieser kurzen Strecke haben. Gut, wir setzen den hier an das, praktisch an den Flughafen an, oder beziehungsweise hier oben an die, ich würde das mal so hier ansetzen, dass der hier oben an die Straße stößt. Mal gucken, wie er da angebunden ist. Nee, das funktioniert so nicht. Da müssten wir noch ein Stückchen Straße bauen. So wird es gehen, in den Wald rein. Ja, mir wäre es ein bisschen gekippter lieber. Gucken wir mal, was da möglich ist. So wäre es mir lieber, aber so kriege ich ihn da nicht an die Straße. So auch nicht. Dann müssen wir halt da gleich noch ein kleines Stück Straße bauen, beziehungsweise der ist vielleicht auch einfach nur ein kleines Stück zu hoch. Nee, ich gucke mal, ob ich den, wenn ich den hier ansetze, ja, so wäre es angebunden. Wenn ich das sehe, so müssten wir also hier auch ohne Straßenverbindung, ich wusste gar nicht, dass das geht, direkt Kohle von dem Bahnhof bekommen. Ja, und dann brauchen wir natürlich noch ein Stückchen Gleis hier. Das ist ein Gütergleis und das ist sicherlich keine schnelle Strecke. Ich denke mal, mit 100 km/h sollte man hier problemlos auskommen, weil es ja wirklich nur diese kleine Stichstrecke hier runter ist. Und der soll natürlich vor dem Tunnel hier einfädeln, damit wir nicht wieder im Tunnel hier Probleme kriegen mit den Weichen. Das würde funktionieren. Ich muss aber in das Gleis rein. Und wenn wir jetzt hier noch eine Kreuzungsweiche aktivieren können, ist das hervorragend. Das heißt, wir würden jetzt hier auch noch mal das Signal zusätzlich hier vorne noch mal ein Signal haben. Das wäre jetzt kein Einfahrsignal, sondern ein Streckensignal, was dann hier irgendwo am Tunnelausgang steht. Ich weiß, das ist jetzt sehr eng, aber es ist in diesem Fall fast nicht anders möglich. So. Und in der Gegenrichtung, ja, brauchen wir kein Signal, weil das ist hier eingleisig. Und damit hätten wir das Stück Strecke schon. Und die Kohle soll ja zunächst wirklich nur hier in den Bahnhof rein. Das heißt, wir müssen jetzt nur noch in dieses Gütergleis, was derzeit noch nicht angebunden ist, Richtung Depot. Das kriegen wir aber auch hin. Sobald hier unser Zug verschwunden ist, sollte das eigentlich. Ups. Das war so nicht gewollt. Ja, man muss auch richtig klicken, wenn man die richtigen Sachen haben will. So, zu Gleisen wollte ich nicht, zu Signalen. Da kommen wir sicherlich auch mit den 100er Gleisen aus. Und zwar müssen wir hier aus dem Depot noch einmal hier rüber. Und das funktioniert direkt. Wunderbar.
So, und jetzt kaufe ich auch direkt einen Kohlezug, damit man auch dieses etwas ausgebaute Depot sich nochmal angucken kann. Ja, das ist eine kurze Strecke, da sollte ein Zug auf jeden Fall reichen. Und mal gucken, was uns hier das Elektrische so bietet. Ob wir da irgendwas haben oder ob wir dann doch lieber auf eine Diesellok umsteigen, das muss ich mal gucken. Ich bräuchte hier eine. Ja, nee, 11 ist da nicht so. Ich stopp mal eben, wäre da nicht so sinnvoll. Eine 111 erst recht nicht. Ja, so richtig gefallen tut mir von den E-Loks hier eigentlich gerade nichts für diesen Güterbetrieb hier. Insofern doch nochmal beim Diesel gucken, weil das muss zwar was Starkes sein, aber das ist ja jetzt, wie gesagt, keine lange Strecke, die wir da haben, sondern wirklich eine sehr, sehr kurze Linie. Ich würde hier nochmal gucken, was die Baureihe, ob wir hier, wir haben jetzt bereits in Elfenbein die erste, das ist, glaube ich, nicht ganz realistisch, dass die zu dem Zeitpunkt schon fuhr, wo wir gerade sind. Was haben wir hier noch im Angebot? Das ist praktisch nochmal die gleiche Lok. Die ist aber jetzt, ach, das ist die zweite Serie, okay. Ja, dann nehmen wir doch mal von der 221 hier eine in dieser Farbe dazu. Und dann brauchen wir Wagen, die Kohle transportieren können. Und ja, was haben wir da? Da gibt es, glaube ich, auch gar nicht so viel Ausfall. Wir haben hier den offenen Güterwagen, der kann Kohle. Gibt es noch einen etwas größeren? Nein, das ist ein Rungenwagen. Das heißt, da werden wir später auch nochmal auf andere Wagen umsteigen. Ich nehme mal zunächst hier den offenen Güterwagen, den ich gerade ausgewählt habe. Und ich denke mal, so 10 Stück sollten wir da schon auf jeden Fall haben. Okay, der ist gekauft. Eine neue Linie brauchen wir noch dafür. Und zwar die Linie, die von unserem Güterbahnhof hier in Giffendorf. Wie komme ich jetzt auf Giffendorf? In Knieritz zu unserem Bergwerk hier in Knieritz führt. Knieritz Haltepunkt, das würde dann heißen Nordleder Zeche Nordleder, nenne ich das jetzt mal. Nordleder, das ist der Zechenbahnhof und da können wir jetzt fahren und dann sehen wir vielleicht den Tunnel auch noch mal in der richtigen mit einer richtigen Kamera. Ich hoffe, die Kamera kommt hier auch. Da kommt sie, unsere 221. So, und wir fahren jetzt erstmal durch diesen neuen. Das heißt, neu ist der Bahnhof ja noch nicht, aber ich hatte ja die Brücken hier noch erweitert und ich habe auch noch ein paar Assets mit auf den Bahnhof aufgestellt. Hier zum Beispiel auf der rechten Seite diese leicht schwebenden, das muss ich nochmal korrigieren, Container und die Bauten, die hier noch sind, unser kleines Stellwerk. Und wir fahren jetzt in den Güterbahnhof hinein. So, kurz mal aussteigen, den Zug und diese wunderschöne Diesellok angucken. Jawohl, sehr schön. Wir fahren auch noch mal ein Stück mit. Wir sind jetzt hier auf dem zweiten Gleis, also auf dem Gütergleis des Tunnels. Können von hier aus den gesamten Personenbahnhof beobachten, finde ich auch sehr cool. Und jetzt muss er vermutlich auf einen Personenzug warten, das hoffe ich zumindest. Ich gucke mal eben, ob da irgendwas im Tunnel gerade unterwegs ist. Jawohl, da kommt der Personenzug oder der Nahverkehrszug vom Airport. Ja, wenn Strecken doppelt benutzt werden, dann ist es natürlich vollkommen normal, dass Züge auch mal aufeinander warten müssen. Und erst recht, dass Güterzüge warten, ist ja auch jetzt nicht so dramatisch. Gerade Kohlen gehören ja in der Regel jetzt nicht zu den verderblichsten Gütern. Das heißt, es ist jetzt hier auch nicht schlimm, wenn der durchaus mal einen Moment hier steht. Aber er ist hier angekommen, unser Nahverkehrspendel Doppelstock mit S-Bahn-Lok aus Rostock. Und wir sollten jetzt fahren. Das tun wir auch. Und jetzt sehen wir den Tunnel hier auch nochmal ohne Himmel. Wir bleiben auf dem falschen Gleis. Das werde ich gleich nochmal gucken. Der sollte eigentlich das Ganze hier zweigleisig benutzen. Dann ist aber auch klar, warum wir gerade so lange warten mussten, weil er jetzt die ganze Zeit auf dem falschen Gleis verkehrt. Wahrscheinlich
lässt sich das nur mit einem Wegpunkt lösen. Oder indem man einfach das Signal hier hinten, ja, ich denke, ich werde das Signal hier einfach nochmal einbauen als Wegpunkt, wo er herfahren soll. Hier ist jetzt unser Abzweig in Richtung Bergwerk. Und wie ich schon gedacht habe, also sehr auf Geschwindigkeit kommen wir ja einfach nicht. Dafür ist die Strecke definitiv zu kurz und auch zu kurvig. Auch hier bereits elektrifiziert ausgebaut. Ich warte auf die ersten brauchbaren E-Loks. Dann würde das sicherlich ja eine Strecke werden, die zukünftig mit E-Loks bedient wird. So, natürlich dürfte hier noch gar keine Kohle sein, weil wir haben ja am Ziel noch gar keine weitere Verwertung der Kohle. Ich weiß also nicht, ob die hier überhaupt schon irgendwas am Bahnhof liegen haben. Nö, das hatte ich jetzt auch nicht vermutet. Ich benenne die Linie mal noch eben um. Das ist nicht Linie 2, sondern das wird jetzt die Linie G13. G13 heißt sie. Kohle schreibt man mit H und das Ganze für Knieritz. So, das haben wir. Prinzipiell sollte das aber anschließend relativ schnell funktionieren. Jetzt gucke ich mir noch mal kurz die Linie an. Einmal die Linie verwalten und dann wird ihm nach Knieritz das noch mal als Wegpunkt hier eingegeben und dann funktioniert es auch wunderschön zweigleisig. So, ja, und jetzt kommt der schwierigere Teil des Ganzen, nämlich die Bastelübung, ob man hier mit einem Bahnhof, das ist ja nur noch näher dran, reinkommt oder ob das Ganze mit LKWs geht. Ich würde es zunächst mal versuchen mit einem Gleis. Wir haben hier noch ein Gleis frei, allerdings nur noch ein Güterzuggleis. Das ist aber auch nicht so dramatisch, weil diese beiden Linien, die jetzt nach gerade gebaute und die Linie von hier, könnten sich eigentlich auch ein Gleis teilen. Weil noch ein Gleis kriegen wir ja auch nicht dran. Die KI hat hier schon so viel zugebaut, dass wir also keine Möglichkeit, ich möchte es hier nicht alles abreißen. Insofern wären fast LKWs hier die günstigere Lösung. Ja doch, ich mache das erstmal mit LKWs, weil uns fehlt hier hinterher sonst auch das Gleis für den langen, großen Güterzug, der hier die Kohle abtransportieren soll. Also machen wir das Ganze mit LKWs und dann brauchen wir hier ein Straßendepot zunächst, also ein Güterdepot. Nee, ein Güter brauchen wir hier. Das ist wirklich eine kurze Strecke. Nee, da möchte ich natürlich nicht so ein Lager haben, sondern das ist nur wirklich ganz klassisches, ein klassischer Ladeplatz hier. Und da denke ich, ja, mal gucken, vielleicht kann mich das sogar so drehen, dass es auf diese Straße geht. Jawohl, das ist noch geschickter. Dann sind die LKWs nämlich auch direkt auf der richtigen Straße. So, das andere Depot ist ja bereits da am Bahnhof. Das heißt, jetzt fehlen uns nur noch die LKWs aus einem Fahrzeugdepot. Ein Fahrzeugdepot, ein Straßenfahrzeugdepot haben wir in Knieritz auch bereits. Also alles da. Es fehlen nur die entsprechenden Wagen, die entsprechenden LKWs. So, was haben wir denn da? Was Kohle? Das ist ein Tank-LKW. Das könnte Kohle, kann aber nur 14. Das ist natürlich sehr klein. Das kann schon ein bisschen mehr. Der kann alle Güter. Ja, der sieht eigentlich am besten im Moment aus, weil die richtig großen haben wir noch nicht. Wobei der ist, ja, der gefällt mir an der Stelle schon etwas besser, muss ich sagen. Und der wirkt, wobei die sind beide sehr alt eigentlich schon. Naja, wir nehmen mal den hier, den haben wir zumindest noch nicht bisher hier auf der Map. Und da brauchen wir allerdings sicherlich jetzt mal so, ich fange mal mit 6 Stück an, ich bin mir aber nicht sicher, ob das reicht. Und für die brauchen wir auch eine neue Linie, und zwar von diesem Güterdepot zu diesem Güterdepot. Knieritz Abzweig. Ich glaube, die Strecke komplett fahren brauchen wir im Moment nicht, aber mal gucken, wie sie aussehen, würde ich schon ganz gerne. Das heißt, wir gucken mal, was uns hier aus dem Depot so entgegenkommt. Ja, die kenne ich überhaupt nicht, die Fahrzeuge. Die habe ich auch in anderen Zusammenhängen noch nicht benutzt.
Ja, aber durchaus auch ganz schöne Teile und keine unterschiedlichen Kamerapositionen, aber ich denke hierfür jetzt in Ordnung. Na, nicht Fußgänger überfahren, die wollen doch hier auch noch auf der Map weiterleben. So, der fährt jetzt erstmal nach Knieritz-Abzweig, also eigentlich in die falsche Richtung. Und ich gucke mal eben, dass ich zumindest hier von den Kollegen mal einen drehe und noch einen drehe und noch einen drehe, damit die hier nicht so in Kolonne hintereinander herfahren, sondern jetzt drehen die wieder. Naja, eigentlich sollten die jetzt. Okay, die werden sich hier irgendwie einen Weg bahnen und wir gucken hinterher mal, ob das funktioniert. Funktionieren tut das aber erst, wenn wir hier aus Knieritz auch die Kohle abtransportieren. Und dafür haben wir ja, also wir haben sie als Personenzugstrecke gebaut, diese lange Strecke, aber natürlich auch schon mit einer, dabei hatte ich schon einen gewissen Hintergedanken, nämlich, okay, bis hier oben können wir die auch als Güterzugstrecke mitnutzen. Außer wir wollen sie später als Hochgeschwindigkeitsstrecke haben. Die ist ja sehr schnell gebaut, die Strecke, und auch sehr gerade. Dann müsste man möglicherweise weitere Gleise hinzubauen. Aber zunächst mal möchte ich die benutzen, um die Kohle hier oben nach Schnatzelreuth, wo wir ja auch schon hier oben den großen Steinbruch Schnatzelreuth haben, hierhin jetzt auch zu diesem Steinbruch, zu diesem Steinbruch, zu diesem Stahlwerk Kohle zu bringen. Von hier später natürlich noch mit LKWs. Aber bevor ich das mache, baue ich direkt ein zweites, weil wir haben so viel Kohle, dass wir da mit Sicherheit mit einem auf Dauer nicht hinkommen. Und es ist sicherlich einfacher, jetzt hier ein zweites Stahlwerk hinzusetzen, als erst den Bahnhof zu bauen, erst alles zuzubauen und dann hinterher ein weiteres Werk hier hinzusetzen. So, und ich glaube, es macht durchaus Sinn, den Bahnhof in die Nähe hier zu setzen. Das heißt, wir müssen mal gucken, entweder hier neben das zweite Stahlwerk direkt zu setzen oder was auch sicherlich hübsch wäre, ja, das wäre, glaube ich, wirklich schön, den Bahnhof zwischen diese beiden Werke zu setzen. Okay, dann nehme ich doch erstmal einen Kopfbahnhof. Einen Kopfbahnhof. Wo habe ich dich? Da habe ich dich. So. Nicht Personen, Güter. Und ja, da ist die Auswahl eh so gering, dass man sagen muss, das ist eigentlich völlig egal. Wir brauchen hier, ich mache mal zwei Gleise, weil es durchaus, weil wir ja auch noch, nein, ich mache mal drei Gleise sofort. Wir müssen ja den Stahl hinterher auch noch abtransportieren. Und ich habe mich nochmal umentschieden. Ich weiß, ich bin heute nicht sehr entscheidungsfreudig, aber nein, als Durchgangsbahnhof, weil es könnte ja durchaus sein, dass hinterher der Stahl, der wird zum Beispiel hier oben gebraucht und dann macht es wenig Sinn, hier mit einem Kopfbahnhof zu arbeiten. Dann ist ein Durchgangsbahnhof hier sicherlich die deutlich günstigere Lösung. So, und wenn wir den hier hinsetzen, dann klaue ich mir erst hier mal ein Stück Straße und ziehe die hier lang, so nah wie es geht. Da brauchen wir nicht mehr. Und dann käme hier der Bahnhof dran. Wir haben 220 Meter lang ist er. Der muss aber natürlich sehr viel weiter in die Tiefe. Und dann haben wir die Möglichkeit, mit Slope zu arbeiten, also mit einem schrägen Bahnhof. Und das ist, glaube ich, an dieser Stelle ziemlich optimal, weil so können wir, ja, so können wir den Bahnhof hier relativ gerade hinbekommen. Vielleicht sogar noch mehr geslopt. Jawohl, das finde ich, sieht nicht schlecht aus. Dann setzen wir nämlich den Bahnhof hier mal dran. So. Und das zweite Werk käme dann direkt auf diese Seite. Ja, ich hab ein Stahlwerk genommen, nicht, dass ich hier was Falsches hinbaue. So, wie mal, oder machen wir das? Machen wir es hier hin? Das ginge auch. Das ginge sicherlich auch, wenn das noch am Bahnhof hängt. Das weiß ich jetzt nicht. Man sieht leider, wenn man diese Werke baut, nicht direkt, ob sie am Bahnhof hängen oder nicht. Da würde es aber auf jeden Fall hinpassen und da würde es auch mit Sicherheit, wenn man das hier richtig hinsetzt,
am Bahnhof hängen und nichts behindern. Ich baue es mal kurz hier hin. Kann es ja auch wieder abreißen, das ist das Schöne. Und baue hier die Straße. Und jetzt, da ist die Steigung zu groß. Naja, gut, das kriegen wir aber wahrscheinlich noch irgendwie hin. Dann muss man halt hier eine etwas größere Kurve machen. Dann sollte es aber funktionieren, genau. Und jetzt sollte alles an diesem Bahnhof dranhängen. Das tut es auch. Sehr schön. So, und jetzt muss ich von hier in meine Strecke rein. Und zwar in diese Strecke, nicht in die. Und das geht. Und da kann man sehr, sehr viel Gleis mitnutzen. Das ist das Schöne. Wir nehmen hier allerdings jetzt die etwas langsameren, also keine Hochgeschwindigkeitsgleise, sondern hier würde ich zunächst mal wieder auf 140 gehen. Und das... Oh, habe ich jetzt den richtigen? Ja, ich habe den richtigen Bahnhof genommen. Drei Gleise haben wir. Und hier das Gleis runterziehen. Und na, ich möchte etwas weiter. Dann muss ich die Signale versetzen. Das ist aber kein Problem. Ich möchte eigentlich hier ins Gleis rein, wenn das geht. Das geht nicht. Das geht auch nicht. Da sagt er mir überall Steigung zu groß. Okay. Okay. Ja, das ist jetzt schade. Dann machen wir es in kleineren mit einem Zwischenschritt. Das sollte dann aber gehen. Aber hier kommt wieder Steigung zu groß. Steigung zu groß. So geht's. Okay. Und das Ganze natürlich zweigleisig. Und da habe ich das falsche Gleis. Okay, jetzt habe ich eine Stelle gefunden, wo es geht. Jetzt muss ich nochmal abreißen. Weil eigentlich möchte ich mit dem Gleis hier rein an die Stelle. Und da gucken, wo es geht. Das sollte irgendwo ja auch eigentlich funktionieren. Versuche ich es mal umgekehrt, wenn ich hier rausgehe. Das reiße ich auch nochmal ab hier, das Stück. So. Und gucke jetzt mal, wo ich hier geschickt rauskomme und da rein. So rum funktioniert es ohne Probleme. Okay, dann machen wir es eben so rum. So, fertig. Jetzt muss ich noch einmal die Signale hier versetzen. Das macht natürlich da jetzt beide Richtungen keinen Sinn mehr. Da brauchen wir jetzt einmal das Streckenabschnittssignal und zwar einmal hier für die Richtung und einmal da für die Richtung. So, das sollte jetzt aber unseren anderen Verkehr hier nicht beeinträchtigen und ich brauche nochmal ein Signal an dieser Stelle und ungefähr hier auf der Hälfte. Und dann hier hinten noch eine Weiche. Und dann haben wir eigentlich schon unsere Strecke fertig. Einmal hier. Einmal hier. Hier vorne nochmal ein Signal hin. Und da nochmal ein. Da nochmal jeweils auf jede Seite ein Ausfahrsignal hin. Das soll jetzt allerdings in beide Richtungen funktionieren. Ausnahmsweise so. Mit dem dritten Gleis müssen wir dann später gucken, was da noch mit passiert. Und da möchte ich noch ein Blocksignal haben, auch wenn das für den Anfang jetzt noch nicht so richtig relevant ist. Okay, damit ist unsere Strecke schon fertig. Ja, und damit, ich gucke mal, ob ich hier noch irgendwo einen schönen Zug finde. Zum Abschied für diese Folge und... Ja, beim nächsten Mal wären wir dann auch das letzte Mal, vorerst zumindest das letzte Mal hier in Knieritz gewesen sein und uns dann auch ein paar andere Gegenden wieder angucken und vornehmen. Vielen Dank fürs Zuschauen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Alles Gute und bis zum nächsten Mal.